besten Dank, Matthias, und besten Dank auch an die Referierten und diejenigen, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Ich stehe bewusst hierhin, weil da unser Logo ist, nicht, dass ich dann geblendet werde von Beamer. Ich möchte bei der Zusammenfassung einige Punkte hervorheben, die mir aufgefallen sind. Einerseits, und das freut mich, der Chaos Computer Club fühlt sich abgeholt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um in diese Diskussion zu gehen. Das sage ich nicht einfach so, weil es ist so, dass man in verschiedenen anderen Diskussionen zum Teil zu spät auf diese Nuancen in der Gesetzgebung geachtet hat. Ich nehme ein Beispiel, der biometrische Pass wurde haarscharf mit etwa 50,1 Stimmprozenten an der Urne angenommen, weil im Abstimmungskampf die zentrale Datenspeicherung und so weiter noch erklärt werden musste. Und da sind wir, glaube ich, beim E-Patientendossier definitiv weiter als bei diesem anderen Politikbereich, der auch sehr wichtig ist. Wichtig scheint mir auch, dass man Doppelspurigkeiten genau ansehen muss. Das eine ist Low-Level, sage ich einmal, die Frage der Nummer, des Zugangs. Man darf sich auch die Frage stellen, ob der Schlüssel zu einem neuen System nicht eben wirklich nur ein Schlüssel sein sollte, aber wichtig ist, dass die Systeme getrennt sind. Ich glaube, das muss man sich vielleicht noch einmal etwas genauer überlegen, wie man die Systeme trennt, aber möglichst einfach den Schlüssel behält, ohne neue Nummern zu schaffen. Das ist ein Kritikpunkt gewesen. Dann, ich denke auch, die vorletzte Mitteilung von Ihnen, von der Spitex, zeigt klar auf die Einfachheit, das wurde übrigens auch von den Stoffeln gesagt, die Einfachheit des Systems sollte beibehalten werden oder so eigentlich implementiert werden, weil wenn es zu komplex ist, dann verhindern Sie wahrscheinlich dann ärzteseitig wie patientenseitig, dass das System auch gelebt wird. Ein technisches System funktioniert nur, und ich bin Ingenieur, wenn die Leute auch das verstehen und leben, das System. Wenn es Sie verordnet erhalten, dann sind Sie nicht begeistert davon. Dann habe ich noch einen Punkt, und das ist diese doppelte Freiwilligkeit. Ich denke, dort wird noch das größte Diskussionspotenzial entstehen. Wichtig muss sein, dass der Patient der Taktgeber ist in meinen Augen und der Patient seine Datenhoheit hat. Ich sage das bewusst, seine Datenhoheit hat, und das ist richtig. Im Falle meines Hausarztes ist es momentan unmöglich, auch wenn ich mein persönliches Patientendossier analog in den Händen halte, die Schrift zu lesen. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, einer der großen Mehrwerte eines solchen Dossiers, dass es nicht nur lesbar und verständlich wird, sondern auch archivierbar wird. Weil nämlich ein Hausarzt heute stirbt und niemand mehr seine Behandlung und Schriften lesen kann, dann hat man heute vielfach ein Problem, was leider auch schon der Fall war. Und dort ist dann eben die Frage der doppelten Freiwilligkeit schon noch eine zentrale. Es ist jetzt gesagt worden, die Spitäler müssen, bei den Ärzten ist es freiwillig, oder? Aber manchmal, oder in aller Regel, ist es ja eine hybride Behandlung, nämlich der Hausarzt, der hat mit mir zu tun, er schickt mich ins Spital, mein Hausarzt führt kein elektronisches Patientendossier, das Spital muss, ich möchte eines, wer bestimmt jetzt, oder? In dieser Dreiecksbeziehung zwischen Arzt, Spital und Patient mit mir, würde der Arzt wäre der Flaschenhals und nicht das Spital und nicht ich, weil wir wollen beide und müssen beide das elektronische Patientendossier haben. Der Arzt kann sagen, ich habe es jetzt einfach nicht oder ich möchte das jetzt nicht führen. Er bestimmt in diesem Fall. Und ich denke, da muss man noch einige Nuancen überlegen. Ganz grundsätzlich bin ich aber der Auffassung, dass der Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde. Ich selber bin nicht Mitglied der SGK, bin aber froh, dass verschiedene Mitglieder der SGK heute auch da unter uns waren. Und ich denke, diese Diskussion hat gezeigt, dass der Weg stimmt. Ich nehme das Schlusswort wieder vom Chaos Computer Club, er fühlt sich abgeholt. Danke.